Servus Leute, ihr habt's geschafft, ihr seid hier im fünften Türchen des Adventskalenders hier auf Legit angekommen und heute haben wir uns was ganz Spezielles für euch ausgedacht und zwar hat sich jeder von uns 10 Kollegavergleiche aus verschiedenen Songs rausgesucht, die werden wir uns jetzt gegenseitig vortragen und versuchen die Lines von jeweils anderen zu erraten, alles wie Vergleiche. Es gibt einen Punkt, wenn man die Line beenden kann, also den Vergleich, und noch einen Punkt, wenn man weiß, aus welchem Song das ist. Ihr könnt daheim gerne miträtseln. Wenn euch das Video gefällt, lasst ihr gerne Support da. Wir freuen uns, damit ihr hier auch nichts mehr im Adventskalender verpasst. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Fängt an. Einer gewinnt. Wer gewinnt, fängt nicht an. Ja. Du bist immer schwerer, du Spast. Ich weiß. Also, bist du bereit? So, erste Line. Let's go. Im Internet, doch trifft man sie, dann sind sie ruhig und still am Lauschen, wie... Warte, du musst mir den Reim davor noch sagen. Machen 11 Jahre lang auf stark. Im Internet, doch trifft man dann sie, dann sind sie ruhig und still am Lauschen, wie... Wie ein Stasi-Kommissar. Korrekt. Aus, warte. Oh, jetzt kommt's. Real Talk. Ja. Boom, Alter! 2 Punkte. Schreibt daheim auch gerne rein, was ihr wusstet und was ihr nicht wusstet, ja? Wir sind interessiert, das... Also, for real, das interessiert mich. Das ist nicht nur so ein Kommentargelaber. Ruhe da drauf! Leute, das Problem ist einfach, dass ich mir keine Texte merken kann. Genau, deswegen, ich habe nicht so die schwersten Vergleiche rausgesucht. Also ich habe jetzt keine easy Dinge, aber so Sachen, die man halt relativ gut weiß. Einfach weil Gianni sich nicht so gut Texte merken kann. Was euch warum? So, meine erste Line. Mhm. Ich bin zu dir mit Absicht nicht tolerant, denn du bist ein dahergelaufener Spasti wie... Donald Trump. Nein. Doch, Digga. Aber würde sich auch rein, ja, aber voll. Das ist nicht. Hä? Digga, keine Ahnung, warte. Sag nochmal. Ich bin zu dir mit Absicht nicht tolerant, denn du bist ein dahergelaufener Spasti wie. Digga, bin ich dumm? Ah, wie Forrest Gump. Richtig. Ja. Aus welchem Song? Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung. Nee, Mann. 99,9%. Ja, okay. ZHT1. Egal, ein Punkt ist wichtig. Ein Punkt, ja. 2-1. Zweite Line. Dein Deutschrap ist ein lahmer Haufen, wie Kamelexkremente. Alles von Grund auf durchgewachsen, wie ne? Aztekenkultstätte. Ja, ich weiß die ganze Scheiße. Was soll denn die Kacke? Warte. Das ist Coca-Symphonie. Ja, man, das macht keinen Spaß mit dir, ohne Scheiß. Boom, Alter! Das macht keinen Spaß mit dir. Ja, wenn du einen aus meinen Top 5 Songs nimmst, dann ist doch klar, dass ich den Text kann, Alter. Da ist aber viel Text dabei, deswegen. Ich weiß, ja, deswegen hab ich gehofft. Ist auch noch nicht so genau. Alt. Scheiß drauf. So, meine zweite Line. Und jetzt liegt sie vor mir und ihr Körper ist leblos, denn das hat sich bei der Arbeit nicht gehört, so wie... Beethoven. Richtig. Digga, ich kenne halt die Lieder, weiß ich nicht. Ich hab so ältere und neuere. Naja, ich weiß den Song trotzdem nicht. Angeber Paul Rap 2. Ja, scheiß drauf, Digga. Digga, wenigstens weiß ich die Lines. Die Lines weißt du, ja, das muss man sagen. Bis jetzt. Bis jetzt. Wer weiß, wie später noch ist. Dritte Line, let's go. Wenn du das weißt, wirklich, dann... Okay. Das ist Endboss-Line. Okay. Nachdem diese Bitches meine Villa sauer machen, mir dann liebevoll den Nacken massieren und auf allen Vieren gehen, mit Augen für Freude glänzen wie... Nochmal vorlesen, bitte. Nachdem diese Bitches meine Villa sauer machen, mir dann liebevoll den Nacken massieren und auf alle Vieren gehen, mit Augen für Freude glänzen wie... Keine Ahnung. Der Reim kommt erst in der nächsten Line. Hä, super! Ja, was ist der Reim? Oder die Felgen an den Benz voller Chrom. Ich hab keine Ahnung. Wie der Mond. Die vor Freude glänzen wie der Mond. Ja. Digga. Weißt du, welcher Song? Mondfinsternis. Ja, okay, keine Ahnung, Alter. Also Mondfinsternis. Ich hätte das gewusst, hätte ich gesagt, Respekt, Alter. Also an sich bei diesen ganzen Boss-Aura-Songs bin ich raus. Das ist doch von Boss-Aura, oder? Ja. So, meine dritte Line. Mhm. Guck auf dein Body, du bist im Fitnessverein, doch hast eine Frauenstatue, so wie... Liberty Island. Richtig. Ah, Digga, diese scheiß Songs weiß ich nicht. Nee, weiß ich nicht. Ich weiß das Song nicht, ne? Boss Aura. Ja, okay, hätte ich nicht gewusst. Wieder ein Punkt wenigstens. Ja, das stimmt, du nimmst hier konstant den Punkt mit. Mhm. 4-3. Mhm. So, Line 4, auf geht's. Rapper zerfickt, dann ihre Weiber nagelt, in Sachen Punchlines, keiner schlägt als... Keiner schlägt als... Wie als wäre ich, oder wie? Mm-mm. Als wären sie. Als sei er. Okay, lies nochmal vor mit dem Reim. Lass uns noch eine Line dazu packen. Wenn sie die Scheine stapelt, Rapper zerfickt, wenn ihre Weiber nagelt,
wenn in Sachen Punchlines keiner schlägt, als sei er. Kannst du sogar eigentlich, wenn du überlegst, sogar richtig erschließen. Ja, ich weiß schon, deswegen überlege ich gerade. Den in Sachen Punchlines keiner schlägt, als wäre er. Als sei er. Als sei er. Wichtig. Also irgendein Krieger oder sowas, safe. Ich weiß es nicht. Als sei er Abel. Abel? Mhm. Bibel. Überleg mal, schau mal, es war in dem Garten, sag ich mal, nach Adam und Eva, sahen die zwei Söhne, so. Kain und Abel, die man Kain erschlägt. Er schlägt Kain. Ach so. Weil Abel erschlägt ihn ja. Okay. Song weiß ich auch nicht. King. Deswegen hab ich gedacht, dass du es weißt, den King, weißt du? Ja, okay, King kenne ich an sich schon, aber die Line, die ist mir ja null im Kopf gewesen. So, meine vierte Line. Mhm. Ihr kleine Nutten würdet viel ein Feature auf der Scheibe lutschen. Mein Aquarium putzfisch. Richtig. Ich weiß den Song. Warte, ich weiß ihn. Rolls Royce, Sternenhimmeloptik, Orbit. Mhm. Sehr gut. Ja, Mann, Digga. 5-4. Du holst auf, Alter. Line 5. Los geht's. Bereit? Ja. Ich bin gekommen, um das Land zu zerbersten, ihm das Handtuch zu werfen, wie Sänger bei... Das Handtuch zu werfen, wie Sänger bei... irgendwas Konzerten. Mhm. Nur welche Konzerte? Nochmal, lies nochmal vor. Ich bin gekommen, um das Land zu zerbersten, ihr um das Handtuch zu werfen, wie Sänger bei... Oh Gott. Komm, du weißt die Hälfte schon, jetzt komm. Bei... Konzerten. Irgendwas AU. Ja. Ah, fuck. Was gibt's denn so für Genres mit AU? Weiß nicht. Punkrock-Konzerten. Punkrock-Konzerten. Weißt du den Song? Warte. Das ist irgendwas Altes, oder? So mittel. Aus dem Album magst du sehr viele Lieder. ZAT3? Nein. 4. Mhm. Oh Gott. Ein Punkrock-Konzerten. Ich kann dir noch ein Line sagen. Okay. Und du Dreckschwein spuckst mit deinem Blut ein SOS-Zeichen. Ein was? Ein SOS-Zeichen. Oh Gott, das weiß ich doch. Ja, genau, das dachte ich mir schon. Das ist John Gotti, oder? Nein. Fuck. Blutdiamanten. Ach, Digga. Fuck. So, nächste Line. Okay. Können die Richter mich nicht ficken, ich bestech sie mit Handgeldern. Die stecken doch eh alle unter einer Decke, wie? Boah, sag doch mal. Können die Richter mich nicht ficken, ich bestech sie mit Handgeldern. Die stecken doch eh alle unter einer Decke, wie? Brandmelder. Richtig. Ah, Song weiß ich nicht. Hotels 4. Okay. Du wusstest bis jetzt jeden Vergleich. Ja, da siehst du es mal. Aber keinen Song. Doch einen wusste ich, Orbit. Ah doch, ja. Ja. 6 Punkte nach 5 Lines, stabil. Ich habe immer noch 4. Fuck, Alter. Ich habe bei den ersten 2 komplett abgesagt. Ja, eben dachte ich mir schon so, fuck, jetzt bin ich am Arsch, Alter, weiß alles. So, jetzt sechste Line. Mhm. Ich glaube, das weißt du wirklich im Vergleich. Stur und ohne Furcht, durch jeden Sturm und jede Krise, das ist durchziehen die Devise, wie beim... Okay, das ist wie ein Alpha. Mhm. Nee, du bist Boss. Mhm. Okay, dann habe ich da schon mal falsch. Durchziehen die Devise. Gott, fuck. Also es reimt sich auf jeden Fall auf durchziehen, die Devise. Mhm. Irgendwas Kredite? Mhm. Ich weiß es nicht. Wir haben Schnurriemen in der Stiefel. Boah, keiner. Nee, da wäre ich nie drauf gekommen. Nee, welcher Song ist es? Ich finde den so gut, deswegen weiß ich noch. 21 Gramm. Ach so, okay. Von den neuen, Gramm. Da weiß ich nur so einigermaßen Bescheid. Ich hätte echt gedacht, dass du den weißt. Hätte ich echt gedacht. Ja, den hätte ich. Dachte mir jetzt, was den safe, ohne Scheiß. Okay, krass. So, mein sechster Song. Das ist was für Schwuchteln. Ey, was für Schwuchteln. Ihr seid ist unfassbar, wie? Ascheklumpen. Jawohl. Ja, der Song weiß ich wieder nicht. Maybach-Emblem. Okay. 7 Punkte. Stabil, ja, Digga. Lines da, die weiß ich. Warum auch immer. Ich hätte echt gedacht, ich weiß vorhin die Lines. Aber es sind auch Lines, die man einigermaßen weiß, ne? Muss man sagen. Okay. Aber scheiße, wieder nicht, scheiße. Mich vom Thron zwingen, ich seh's nicht, Mondfinsternis ähnlich. Mir geht's unter nach den Moves, die ihr macht, wie?
Gott. Hier geht unter nach den Moves, die ihr macht, wie Mondfinsternis eben nicht. Vielleicht Gestik irgendwas? Mhm. Drehkicks? Mhm. Fuck. Nee, ich hab keine Ahnung. Wir sind Kronschwimmer im Training. Boah, den Song kenne ich. Mhm. Aber ich weiß nicht. Nero. Ach, Digga. Beim Album Imperator bin ich auch raus. Echt? Mhm. Ich hab den auf CD habe ich da halbe. Ich weiß, Imperator, da hast du den Kollegen ja tot gefeiert. Ja, da habe ich. Das war mein erster Song, so wo ich Kollegen gehört habe, Nero. Okay. Das war mein erster Kollegen-Song. Und dann habe ich die alten Songs gerade dann ging's ab, Digga. Habe ich immer früher noch Kollega gesagt. Ich wusste nicht, wie man ausspricht, deswegen. Ich wusste, ich hatte gar keinen Plan früher. Das war dumm. So. Meine siebte Line weißt du. Yeah, auf dem Bordstein mit Chechen, die Mord als Contest sehen, wie bei Mortal Kombat 10. Richtig. Geiles Game, Digga. Song weißt du auch. Sag mal die Line, scheiße. Yeah, auf dem Bordstein mit Chechen, die Mord als Contest sehen, wie bei Mortal Kombat 10. Nee, Digga, kennst du den Song wirklich nicht. Wenn du, nicht. Wenn du sagst, dass ich jetzt safe, hast du den Song gehört, aber ich weiß es gerade nicht. Makarova. Oh, fuck. Hätte ich nicht gewusst. Rabi, der Sonnengott. Ja, jetzt hast du 8 Punkte, ne? Naja. Ich hab 4. Es kommen nur noch 2 Lines. Ah ne, noch 3. Ich kann theoretisch noch gewinnen. Ja, kannst du. Ich hab den letzten, weißt du, safe. Ah, mal schauen. A, Schluss mit Liebe und Freundschaft. Mit Frieden in Deutschland. Ich bin wieder auf den kalten Streets, so wie. Das musst du wissen, komm Bruder. Da glaube ich jetzt echt an dich. Sag nochmal. A, Schluss mit Liebe und Freundschaft. Mit Frieden in Deutschland. Ich bin wieder auf den kalten Streets, so wie. Reim auf Deutschland. Warte. Und Freundschaft auch. Auf den kalten Straßen, wie. Das ist auf den kalten Straßen. Das sind Frieden in Deutschland. Kalten Straßen, wie. Nee, ich weiß es nicht. Wie Streusalz. Oh Gott. Weißt du einen Song? Wie Streusalz. Nee. Und sie sollten die Straßenseite wechseln. Sonst Nasenbeine brechen, wie bei Hafenkneipen treffen. Ey. Nee, weiß ich nicht. Tropische Tierpelze. Oh Gott, nee, da bin ich auch raus. Hä, ist das aber auch ZDT4, ne? Ja, ja. So, meine nächste weißt du auch. Safe. Dein Dad geht im Puff nochmal eine Ehrenrunde drehen, wo er die Dreckslöcher anbaggert, wie ein. Ist mit Bagger oder so eine Scheiße? Nein. Ich weiß es nicht. Dein Dad geht im Puff nochmal eine Ehrenrunde drehen, wo er die Dreckslöcher anbaggert. Wien? Ich hab voll Kapitän im Kopf. Nee, das ist falsch. Nee, ich weiß es nicht. Wie ein Bergtunnelgräber. Ja, nee, da wäre ich voll raus gewesen. Den Song weiß ich auch nicht. Zu alter Aura. Okay, krass. So, Line 8. Line 9. Ach, stimmt, doch. Ja, 9 kommt jetzt. Yeah, ey, A. Ich verschiebe Summen hin und her wie. Sag mir die Line davor. Aber das weiß ich, glaube ich. Davor gibt's nichts. Wie? Das ist die erste Line im Song. Ja. Ja, was ist die Line danach dann? Für neue Benz-Räder, goldbestickte Lenkräder. Echtleder, voll gespritzt mit Champagne. Okay, sag die erste Line nochmal. Ich verschiebe Summen hin und her wie. Ich weiß es nicht. Frequenzregler. Boah, Digga. Okay, warte, Song. Sag nochmal die Lines. Warte. Yeah, ey, A. Ich verschiebe Summen hin und her wie Frequenzregler für neue Benz-Räder, goldbeschickte Lenkräder, Echtleder, vollgespritzt mit Champagne. Ich schließe Deals mit 7 Stellen von dem fucking Komma mit einem Handshake ab. Oh, das kenne ich auf jeden Fall. Dun. Fängt's an. Dun, dun, dun. Nee, ich weiß es nicht. Empire State of Grind. Boah, Digga. Wäre ich auch nie drauf gekommen. Empire State of Grind. Ja. Wenn du das jetzt weißt, kriegst du einen Punkt. Wenn ich das Album weiß? Ja. Empire State of Grind. Ich dachte erst ZRT4, aber das ist es nicht. Mhm. Put Tape 2. Dann weiß ich nicht. Monument, Tape 3. Ach, Digga. Also du hast echt schwierige Vergleiche, würde ich mal sagen. Ach, Quatsch. Ich hätte viel von denen gewusst, wirklich. Glaubst du? Ja. Yeah. Okay. Deswegen dachte ich, dass du sie auch weißt. Es wird Streusalz, hätte ich so safe gewusst, also ein paar Sachen noch. Ich komm an im Benz, steig aus, lauf durch den Block durch und schon bilden Menschen einen Auflauf. Wie im Kochkurs. Richtig.
Song weiß ich ja nicht. Alpha Gene. Okay. Du hast 9 Punkte. Ich hab 4. Nee, ich hab 10, oder? Wusste nee, einen Song wusste ich auch. Du wusstest aber Bergton und Gräber nicht. Ah, stimmt, okay. 9. Mhm. So, letzte Line, Leute. Letzte Line. Pack das Cash in den Koffer, flieg weg im Helikopter und der Boss hat Termine wie Harry Potter. Ja, danke. Es ist nicht gewusst, wäre ich echt gleich gewesen. Jetzt muss ich den Song auch wissen, komm. Sag nochmal. Pack das Cash in den Koffer, flieg weg wie im Helikopter, denn der Boss hat Termine wie Harry Potter. Okay, das ist auf jeden Fall ZHT4. Du denkst, der Umsatz wäre echt spitze, doch der Boss findet das wenig. Wie eine unfähige Tippse. Mhm. Boah, das ist ZHT4 zu 100%. Mhm. Das ist Giancarlo. Nein, Empire Business. Ach, Dicker! Fuck! Okay. Junge. Jetzt bin ich gespannt auf den letzten. Das weißt du auch. Yeah. Stabiler als eine Panzerstahllegierung. Beef mit mir hat eine ganz fatale Wirkung. Wie ein Handgranatenzielwurf. Wie ein Handgranatenzielwurf. Das ist echt einfacher, genau. Wirklich einfache. Ja, warte, Song. Ja, ist gut für die Zuschauer. Schwierige und einfache. Warte, das Song. Warte. Sag mal die Lines. Yeah, stabiler als eine Panzerstahllegierung, Beef mit mir hat eine ganz fatale Wirkung wie ein Handgranatenzielwurf. Dearlord, oder? Mhm. Nee, weiß nicht. War im Album, oder? Ja. Löwe. Ja, doch, stimmt, ja. Wenn du sagst, alles. So, Leute, schreibt gerne rein, wie viele von den 20 Lines ihr wusstet und welche ihr besonders leicht oder schwierig fandet. Wir lesen alle Kommentare durch, versprochen, also machen wir wirklich immer. Ihr könnt die anderen Videos durchschauen, ja. Hier gibt's keine Lügen auf Legit. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihr gerne Like und Abo da. Wir freuen uns. Verpasst keine Videos im Adventskalender, hier kommt alles Mögliche, ja. Wir lassen uns jeden Tag was Spezielles für euch einfallen. Und jetzt macht's gut, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht euch einen schönen Tag, haut rein und ciao.